und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wieder mal eine wunderschöne Fagrations. Und zwar von Doni LP war das jetzt, oder? Don LP, nicht Doni, Don LP. Ja, liebe Leute, wir haben hier einen Käfer. Also wenn man es vor allem ausspricht, dass das ein Käfer ist, ne? Also ein Käfer wie ein Marienkäfer, dann erkennt man sofort, dass es ein Käferchen ist. Das sieht ja voll cool aus. Da bin ich mal gespannt, wie der abgehen wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er fliegen kann, aber das weiß ich jetzt nicht. Hier vorne, das ist auch eine interessante Idee hier mit dem hier, ne? Weil das geht ja so auf, ne? Das ist dann das Maulwerk von dem Käfer. Und dann die Augen. Ja, schön. Und dann haben wir überall so kleine Pünktchen. Das ist schon eine interessante, kreative Idee. So, jetzt schauen wir mal. Also, lenken geht gut. Was haben wir mit 1? Da klappt er die Räder ein. Geht das gut? Weißt du schon mal, der fliegt? Wie geil. Radio, hallo! Ich wusste schon immer, Käfer sind musikalisch. Oh, was ist jetzt? Oh, jetzt haben wir, glaube ich, was kaputt gemacht. Für was ist das hier? Ach, wahrscheinlich gehe ich hier so auf diese Höhe. Ach, da geht er aus. Ah. Coole Idee. Da kann man unten an die Technik dran. Aha. Interessant. Ja, coole Idee. So, dann fahren wir das wieder mal ein. Dann gehen wir den Thruster an und jetzt drücke ich wieder die 1, dann klappt da so die Reifen ein und jetzt kann ich so fahren. Ein bisschen langsam ist er, oder? Wie ist es eigentlich, wenn ich unten bin? Da krabbelt er. Kommt er da drüber? Nee, warte. Das ist so süß. Ich will mal, kommt er da hoch? Schauen wir mal, was passiert, wenn er da hochkommt. Aber ist er nicht ein bisschen langsam? Warte mal. So. Ein bisschen mehr. Warum? Ah, okay. Ich weiß warum. Weil er sonst umkippen würde. Okay. Er würde aber hier gut hochkommen. Oh! Okay. Hier ist wohl nicht mehr. Dann lassen wir mal zurückgehen. So, schauen wir mal ganz kurz, was er so geschrieben hat. Dies ist ein Fahrzeug, das ein Marienkäfer darstellen soll. Ah! Nein, das erkennt man wirklich so, ne? Also das muss er halt wirklich gar nicht sagen. Aber man erkennt so, dass das ein Käfer ist. Und das ist ein großes Lob. So, man sieht es wahrscheinlich. Das Gute hierbei ist, es kann auch fliegen oder eher gesagt schweben. Allerdings sollte man im Schwebemodus nicht allzu schnell sein, sonst muss es sich erst wieder aufrichten. Ja, und dieses Fahrzeug darf auch in Videos vorgestellt werden, zum Beispiel Fox Arrok. Mein Name ist Ben und habe dieses Fahrzeug gebaut, weil mein Lieblingsfilm Zurück in die Zukunft ist. Und ich mich momentan auch mit dem DeLorean beschäftige und am Versuchen bin, ihn ohne Mods zu bauen. Also ist vorerst dieses Fahrzeug entstanden. Ja, ist gar nicht mal so dumm. Ist gar nicht mal so dumm. Okay. Also du hast wahrscheinlich keinen Stabilisator drin, deswegen kippt er so um. Also. Ich versuche dir mal zu helfen, okay? So ein bisschen mal. So. Und zwar brauchst du im Prinzip einen Ausgleich, ja? Dadurch, dass du vorwärts fährst, kippt er nach vorne, weil du ja hinten einen Schub hast. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Also, Möglichkeit 1 ist, dafür zu sorgen, dass dieser Schub gleichmäßig über das Fahrzeug verteilt ist. Also sprich, nicht nur hinten, sondern entweder zentral, also in der Mitte, wenn du diesen Platz in der Mitte nicht hast, vorne und hinten. Dann bleibt das Fahrzeug gleichmäßig, weil dann kippt das nicht. Was auch geht, ist oben und unten. Wobei das meistens nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das kommt dann ein bisschen auf die Fahrzeuggröße an. Aber meistens geht das auch, weil dann das sich gleichmäßig verteilt. Aber es funktioniert nicht immer so gut. Wie gesagt, es kommt ein bisschen auf die Fahrzeuggröße an. Am einfachsten ist tatsächlich, einen Ausgleich zu schaffen. Warte, dann nehmen wir ein leichtes Material.
Was sind die Thruster? So. 4, ne? So. Das musst du dann halt natürlich schauen, wo du den hinpackst. Den soll man natürlich dann nicht hier vorne haben, das ist klar. Aber für die Zukunft. So. Wenn du denn jetzt hier so hin verbindest. Schauen wir mal, dass wir den auch nicht zu stark machen. Da muss man doch vielleicht auch ein bisschen rumprobieren. So. So. Na, jetzt kippt er natürlich vorne runter, weil jetzt vorne zu schwer geworden sind und du das Gewicht sehr gut ausgeglichen hast. Das bedeutet, wir kippen jetzt nach vorne. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welcher Sensor dafür ist, dass er nach oben geht. Vermutlich nicht die, sondern die hier. Dann machen wir mal hinten ein weniger und vorne ein mehr. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Wie Sie sehen, ist das Fahrzeug jetzt ausgeglichen, ja. Es ist noch nicht perfekt, aber du kannst schon mal schneller fliegen. Aber du siehst, dass es besser ausgeglichen ist. Jetzt müsste man natürlich mal schauen, dass man hier das Verhältnis richtig einstellt. Also wir haben aktuell eine also er kippt immer ein bisschen vorne runter, also eher hinten eins weniger. So. Tada. Ja, ist ein bisschen besser. Oh. Oh. Aber noch nicht optimal. Dann machen wir zwei hier und ein mehr hier. Ja, geht schon, aber immer noch nicht so optimal. Man merkt halt, dass das Gewichtsverhältnis ein bisschen gestört ist, weil... Gestört hat er gesagt. Weil wir hier vorne so weit vorne raus sind und hinten hat sich nicht viel geändert. In dem Möglichen, was wir hier haben, ist das ein bisschen schwierig. Machen wir mal so. Jetzt kommt er nicht mehr hoch. Warte, dann, da wir ja vorne mehr Gewicht haben, machen wir mal hier eins mehr. Schauen wir mal. Okay, habe ich mir fast gedacht. So. Ja. Man darf es halt nicht übertreiben, aber... Geht ganz gut. Also das wäre so die einfachste Variante. Ja? Also es gibt, theoretisch könntest du das auch nochmal anders da machen. Und zwar... Komm zurück zu Papa. So, und zwar indem du den hier so machst und so zu einem zusätzlichen Ausgleich sorgst. Ja? Du hast hier, glaube ich, Sensoren drin. Ich weiß nicht ganz genau, welcher Sensor aktiv wird, wenn der kippt. Oh. Müssen wir erstmal wieder reduzieren. So. Jetzt haben wir wieder das Gewicht wieder optimiert, sozusagen. Wieder ein bisschen so mehr zu dem Ursprung zurück. Ist er zu schwer. Oh, das wird sogar knackig hier. Schauen wir mal. Oh. Nicht schlecht. Faszinierend, dass das jetzt ein bisschen problematischer ist. Schauen wir mal, dass wir hier wieder ein bisschen mehr Aufschub kriegen. Nee. Dann... Brauchen wir hier jetzt drei, komischerweise. Oh, jetzt geht er auf.
Ja, faszinierend. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das dann doch eher schlechter so läuft. Ne, da war das vorher aber deutlich besser. Komisch. Sehr komisch. So. So, da hinten zu viel Schub. Und so geht er nach oben. Blöd. So, auf jeden Fall mein Plan ist, dennoch, dass wir Gas geben, ne, Wasser. Vorne dann halt so ein bisschen hochschiebt. Immer mehr Gas geben, sodass er gerade bleibt. Das könnte funktionieren, aber wir müssen mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass der gleichmäßigeres Gewichtsverteilung hat. Aber jetzt ist vorne zu viel. Wir müssen mal hinten wieder was wegnehmen. Und so ist so zu viel. Naja, da war das vorher ganz eigentlich ziemlich gut gewesen, gell? Ja. Ansonsten müsste man Gewichte dranhängen, also dass man das so einstellt, ja, und dann mit Platten, also mit Metall, wäre jetzt zum Beispiel vorne relativ viel, dass man vorne Gewicht dran macht. Also alles nicht so optimal. Aber das wäre halt eine Variante gewesen. Eigentlich. Aber so ist natürlich blöd, ne? Naja. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Fahrzeug. Also nur für deinen Weg so einen kleinen Tipp. Ich wollte da jetzt eigentlich gar nichts dran aussetzen oder sowas, sondern nur das, weil du für deinen DeLorean ja eine Lösung suchst sozusagen. Das wäre halt eine Variation, dass du einfach das Kraftverhältnis für die Vorwärtsbewegung verteilst, sodass du nicht nur hinten oder nur vorne hast, weil sonst bewegt sich das so unkontrolliert, sondern dass vorne und hinten immer was hast, was schiebt. Dann ist das Kraftverhältnis gleichmäßig. Also eins, was zieht und eins, was schiebt. Das ist immer sehr gut. So ein bisschen wie Allrad. Ja, dann, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn es der Fall ist, ein Like da lassen. Von mir, Design auf jeden Fall eine 1. Super geil, ohne Mods. Das ist wirklich sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Technisch eigentlich auch einwandfrei, des Machbaren in diesem kleinen Raum. Also wirklich auch sehr, sehr, sehr gut. Hat mir gefallen. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.